Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch über die Neuerscheinungen aus dem Monat August sprechen. Auch in diesem wundervollen Sommermonat wird hier keine Sommerpause gemacht. Nein, es kommen wieder so viele tolle Bücher auf den Markt. Und auch gleich das erste davon ist schon ein Highlight für mich. Ich würde sagen, wir starten nämlich ganz ohne langes Vorgeplänkel direkt mit dem ersten Buch. Ich sag's gleich, es ist eine reine Fortsetzung. Ihr wisst, bei den Neuerscheinungsbüchern lese ich immer die Klappentexte auch zu Folgebänden vor. Das heißt, wenn ihr das Buch noch nicht kennt, beziehungsweise die Buchreihe noch nicht kennt, noch nicht gelesen habt, dann müsst ihr jetzt einfach kurz mal weiter skippen, bis ich das nächste Buch hochhalte. Bei einigen Sachen ist das gar nicht so schlimm, auch den Klappentext von Folgebänden zu hören, gerade wenn es in sich selbst abgeschlossene Bücher sind. Aber manchmal sind es eben auch rein Fortsetzungen, wo im Klappentext bereits Spoiler zu den Geschehnissen in Band 1 oder 2 oder 3 vorkommen. Ich sag's immer im Voraus, nicht, dass es später heißt, die hat mich jetzt gespoilert. Ja, ist mir nämlich auch schon ganz oft passiert, von daher bin ich da ein bisschen vorsichtig. Ja. Jetzt habe ich doch ewig gequatscht. Wir starten jetzt mit dem ersten Buch und das ist das neue Buch von meiner allerliebsten Lily Lucas. Der vierte Band, glaube ich, ist es mittlerweile. Der vierte Band der Cherry Hill Reihe, der heißt A Place to Shine und ist in einem wundervollen Mintgrün gehalten. Ich liebe es jetzt schon. Der erste war so senfgelb, der zweite so Bordeauxfarben wie die Wand, auch wenn sie auf der Kamera immer braun aussieht. Und der dritte ist lila und neben dem lila sieht dieses Mint bestimmt sehr schön aus. Ich für meinen Teil liebe diese Reihe und bin auch schon sehr gespannt, wenn am 1. August dann Nummer 4 erscheint. Poppy McCarthy ist bekannt dafür, sich immer wieder in kuriose Situationen zu bringen. So auch eines Nachts, als sie Country-Star Trace Bradley bei einem Autounfall erste Hilfe leistet und für seine Freundin gehalten wird. Dabei kann sie Trace nicht ausstehen, seit er vor 5 Jahren einen Hit über einen Kuss zwischen ihnen geschrieben hat. Die Nachricht breitet sich so schnell aus und Poppy und Trace geraten durch die aufdringliche Presse in Bedrängnis. Trace Manager entwickelt eilig eine Story für die Medien, mit der sie den Trubel für sich nutzen können. Trace und seine Jugendliebe Poppy haben endlich zueinander gefunden. Jetzt müssen sie nur noch so tun, als wären sie verliebt. Dann erscheint ebenfalls am 1. August ein Buch von einer Reihe, die ich tatsächlich noch nicht gekannt habe, aber das Buch wurde mir in mein Amazon-Konto gespült und irgendwie klang es nach Knistern und nach Leidenschaft und irgendwie hatte ich da Bock drauf und werde mir die Reihe auf jeden Fall jetzt mal zu Herzen nehmen. Es ist nämlich der zweite Band der Paradise Brothers Reihe, heißt Ice Cold Boss, klingt nach einer ja, Büro-Romanzen-Story zwischen Angestellter und Chef. Habe ich ja nicht immer so Bock drauf. Aktuell könnte ich es wieder sehr gut lesen und deshalb ist das Buch jetzt auch mit im Video, damit ich es euch vorstellen kann, weil ich auch finde, dass es vielleicht ein Buch ist, das nicht so auf der Mainstream-Liste mitschwimmt und die stelle ich euch ja auch ganz gerne mal vor. Grumpy Boss trifft Powerfrau. Faye ist wütend, weil sie ihren Job verloren hat. So wütend, dass sie sich betrinkt und eine sehr freche Bewerbung abschickt. Umso erstaunter ist sie, als der Architekt Henry Marchant sie nicht nur einlädt, sondern sogar einstellt. Doch Henry erweist sich als unnahbarer Eisblock, brillant, ehrgeizig und rücksichtslos. Leider sieht er auch noch unverschämt gut aus und es ist gewohnt, das zu bekommen, was er will. Und er will Faye. Ich habe mich übrigens vertan, es kommt nicht am 1. August, sondern am 15. August. Irgendwie sind so die ersten 2 Wochen vom August totale Sommerflaute, da erscheint wirklich nur Lily Lucas, also bei den Büchern, die mich und meine Genre abdecken. Und dann geht es erst ab dem 15. August weiter, aber dafür in geballter Form für die zweite Augusthälfte. Denn ebenfalls am 15. August erscheint das neue Buch von der lieben Rebecca Yarros. Und es ist kein Drachenbuch, es ist eine New Adult Geschichte aus dem Hause Kiss, beziehungsweise wird im Hause Kiss veröffentlicht. Sie heißt The Things We Leave Unfinished und erscheint, wie gesagt, auch am 15. August. Und ist mal ein ganz anderes Genre. Ich bin gespannt. Ich habe ja bisher nur ihre Fantasy-Reihe gelesen, beziehungsweise den Fantasy-Auftakt. Und bin wirklich sehr, sehr, ja,
überrascht oder beziehungsweise sehr, sehr gespannt. So, gespannt, wie sie denn im New Adult-Bereich agiert. Georgia Stanton steht am Tiefpunkt ihres Lebens. Nach einer schmerzhaften Scheidung kehrt sie in ihre Heimatstadt Colorado zurück, um sich um den literarischen Nachlass ihrer Urgroßmutter zu kümmern. Scarlett Stanton war eine erfolgreiche Liebesromanautorin. Nur ein einziges Buch hat sie nie beendet. Die Geschichte ihrer eigenen großen Liebe, die sie in den Wirren des Zweiten Weltkriegs fand und verlor. Noah Harrison befindet sich als Autor auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er bekommt von seinem Verlag die einzigartige Chance, das letzte Manuskript seines literarischen Idols zu beenden. Wäre da nicht Georgia? Georgia, die ihm auf jedem Schritt des Wegs widerspricht und ohne deren Segen er kein einziges Wort schreiben darf und die ihn mit jedem Tag mehr fasziniert. Einen Tag später, am 16. August, erscheint ein Buch, wo ich weder jemals etwas von der Autorin gelesen habe, noch jemals etwas von diesem Buch gehört habe. Ich habe es tatsächlich im Bloggerportal gesehen oder es wurde mir vorgestellt und der Klappentext klang sehr, sehr vielversprechend. Stolen Time heißt das Ganze, gestohlenes Schicksal von Danielle Rowlands. Wenn ihr bereits etwas von der Autorin gelesen habt, dann dürft ihr mir das gerne mal in die Kommentare hacken, wenn ihr denkt, dass es sich zu lesen lohnt. Ja, das Cover ist auf jeden Fall ein Eyecatcher. Alles Weitere werden wir dann am 16. August sehen. New Seattle 2077. Soweit Ash weiß, ist Dorothy auf der Rückkehr von der letzten Zeitreise verschwunden. Die blinde Passagierin aus dem Jahr 1913, das Mädchen, das Ash vielleicht, wahrscheinlich, hätte lieben können, existiert nicht mehr. Was er nicht weiß, an die Stelle des Mädchens, in das er sich verliebt hat, ist Quinn Fox getreten, die dazu bestimmt ist, ihn zu töten. Nichts ahnend suchen Ash und seine Freunde weiter verzweifelt nach einem Weg, um ihre Stadt vor dem Untergang zu bewahren. Währenddessen kämpft Quinn darum, den Gangsterboss Mac Murphy in Schach zu halten, denn dieser will die Zeitreisen für seine eigenen Zwecke nutzen. Als Ash und Quinn schließlich aufeinandertreffen, steht nichts weniger als die gesamte Zukunft auf dem Spiel. Erinnert mich so ein bisschen an die Aurora-Reihe in kindlicher, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ebenfalls am 16.08. bringt die liebe Bridget Camara ein neues Buch auf den Markt. Viele werden sie vielleicht von der Ein Schwur so ewig und kalt Reihe, ich weiß nicht genau, wie die Reihe heißt, ich glaube Emberfall, heißt sie Emberfall? Ich glaube die Emberfall Reihe kennen. Also es ist ein Fluch so ewig und kalt, ein Herz so dunkel und schwer und ein Schwur so mutig und irgendwas. Ich bin ganz schlecht mit Titeln und Namen, das wisst ihr. Auf jeden Fall habe ich da den Reihenauftakt gelesen, habe Band 2 und 3 tatsächlich noch nicht zu Hause, aber bin gespannt auf ihr neues Meisterwerk, das da heißt Trotze der Nacht. Es erscheint am 16. August bei Heine und der Klappentext klang für mich auch wieder sehr, 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 sehr vielversprechend. Das Königreich Kandala wird von einer mysteriösen Krankheit heimgesucht. Der einzige Schutz ist ein Elixier aus Mondflor. Doch die seltene Pflanze ist so teuer, dass sich nur die Reichsten die Medizin leisten können. Deshalb schleicht sich die junge Apothekengehilfin Tessa nachts aus dem Haus und schmuggelt das kostbare Elixier in die Armenviertel, auch wenn es gegen das Gesetz ist. Prinz Corrig ist der Bruder des Königs und der heimliche Herrscher Kandalas. Gnadenlos verfolgt er jeden, der die Privilegien des Adels bedroht, vor allem die Person, die heimlich die Armeen mit Mondflor-Elixier versorgt. Als sich die Rebellen und der Prinz eines Tages begegnen, sprühen sofort die Funken und die einstigen Todfeinde müssen eine Entscheidung treffen. Wollen sie weiter gegeneinander kämpfen oder miteinander für Kandala und ihre Liebe? Am gleichen Tag können wir uns auch auf die Reihenfortsetzung der Jetzt-Reihe von Gabriela Santos de Lima freuen. Ja, ich habe den Namen mittlerweile gelernt. Der zweite Band heißt Jetzt sind wir eins und da habe ich ja Band 1 schon ganz, ganz lange auf meinem Wunsch, auf meiner Wunschliste liegen, wollte gerade Subs sagen, ich habe es noch gar nicht gekauft, auf meiner Wunschliste liegen und nicht nur, weil ich die Geschichte ansprechend finde, sondern weil ich unbedingt mal etwas von ihr lesen möchte. Ich kenne so viele Bookstagrammer, die von ihr und ihren Büchern schwärmen und würde mir da gerne mal ein eigenes Bild machen. Via Interrail durch Skandinavien. Das Videoprojekt ist Tillys letzte Chance auf ein Stipendium. Der Haken, für professionellen Content braucht sie Hilfe. Den perfekten Reisepartner hätte sie sogar. Fotografiestudent
Jonathan. Blöd nur, dass Tilly ausgerechnet seinem Bruder das Herz gebrochen hat und Jonathan sie seitdem hasst. Widerwillig sagt er zu, unter der Bedingung, das Tattoo auf ihrem Oberschenkel ablichten zu dürfen. Was sie dabei nicht einkalkuliert hat, dass er beim Anblick der Narben unter der Tinte nicht wegsieht. Dass er Tilly eigentlich immer ansieht. Und ein weiteres und letztes Buch wird am 16. August erscheinen. Leave Me heißt das Ganze von Amelia Caden. Ich sag mal so, das Buch hätte mich wahrscheinlich im Laden nicht angesprochen. Ich weiß nicht warum, es ist sehr schlicht und das mag ich in der Regel ja auch. Aber irgendwie hat es jetzt so nichts, was Mama ruft. Was sagt, bitte kauf mich, nimm mich mit nach Hause und lies mich. Aber ich habe es jetzt bei ganz vielen Bookstagrammern bereits gesehen. Sie haben es in der Story oder im Feed vorgestellt. Und dementsprechend bin ich neugierig auf die Geschichte. Es klingt auch ganz, ganz ansprechend und nach ganz viel Spice. Seit Summer denken kann, ist sie in ihren besten Freund Jaden verliebt. Allerdings ist für Jay alles, was über einen One-Night-Stand hinausgeht, schon eine Langzeitbeziehung. Aber ihm wirklich fernzubleiben ist auch keine Option und so wechselt sie an sein Ostküsten-College, nur um mal wieder dabei zu sehen, wie er in Sekundenschnelle auf jeder Party irgendein Fangirl abschleppt, das dem Star der Hockeymannschaft nicht widerstehen mag. Doch als Summer den charmanten Kanadier Calvin kennenlernt, der noch dazu Jays größter Konkurrent ist, gerät Summer endgültig zwischen die Fronten, schwanken zwischen Eifersucht und Sorge um seine beste Freundin und dann nimmt Jay nämlich alles, um einen Keil zwischen Summer und den Typen mit der zweifelhaften Vergangenheit zu treiben. Könnte toxisch werden, muss es aber nicht. Dementsprechend lassen wir uns da mal überraschen. Einen Tag später dürfen wir uns auf eine Reihenfortsetzung im Fantasy-Bereich freuen. Ruling Destiny von Alison Nowell, ich glaube so spricht man sie aus. Da habe ich Band 1 tatsächlich auch auf der Wunschliste, habe es aber weder gekauft noch gelesen. Aber das ist auch so ein Buch, das auf Instagram sehr, sehr stark vertreten war. Es gibt ja immer so Bücher, an denen kommt man nicht vorbei und das war eins davon. Da waren die Meinungen allerdings recht gespalten, zumindest in den Kreisen, in denen ich mich bewege. Aber nichtsdestotrotz möchte ich gerne die Reihe lesen, weil sie für mich doch interessant klingt, ohne das negativ zu meinen. Die Schülerinnen und Schüler der Grey Wolf Academy genießen eine besondere Ausbildung. Sie werden in der Kunst des Zeitreisens unterrichtet und befreien für ihren Schulleiter wertvolle Artefakte aus der Vergangenheit. Natascha hat einen ganz besonderen Auftrag erhalten. Sie soll jene Artefakte finden, mit deren Hilfe man nicht weniger erhält als die totale Kontrolle über den Lauf der Zeit. Doch das größte Mysterium ist und bleibt ihre eigene Geschichte. Um das zu lösen, wird Natascha die Unterstützung von Braxton benötigen, der weiterhin Geheimnisse vor ihr hat. Und vor Killian, den sie aus der Vergangenheit rettete. Dabei ist aber vollkommen unsicher, inwieweit sie einem oder sogar beiden vertrauen kann. Dann können wir uns auf den vierten Band der Love Songs in London-Reihe freuen. Dieser wird heißen It's Raining Love, klingt für mich schon richtig, richtig schön. Toni Krüger schreibt auch sehr, sehr schön, ja, lebhaft, würde ich es jetzt einfach mal sagen. Also ich habe zwar von dieser Reihe noch nichts gelesen per se, aber schon einige Leseproben gesehen. Und die haben mich sehr, sehr begeistert und dementsprechend will ich jetzt auch langsamer mit dieser Reihe starten. Mein Sub weint schon, weil dann gleich 4 Bücher auf ihm landen werden, aber ich hoffe, dass die da nicht ganz so schnell oder nicht ganz so lang bleiben werden. So. Cory liebt ihren Beruf als Tänzerin, aber seit einem unangenehmen Erlebnis mit einem Kollegen schreckt sie vor Berührungen zurück. Außerdem leidet sie zunehmend unter dem Erfolgsdruck. Der Musiker Matt scheint ihre Chance auf eine Auszeit zu sein, denn Matt braucht Hilfe bei der Choreografie für sein Musikvideo. Bei dem gemeinsamen Proben knistert es zwischen den beiden gewaltig, doch Cory zieht sich aufgrund ihrer schlechten Erfahrung immer wieder von Matt zurück. Matt wiederum muss sich eigentlich ganz auf seine Karriere konzentrieren. Da bleibt keine Zeit für große Gefühle oder eine ernsthafte Beziehung. Mit seiner sorglosen Art wäre er ohnehin nicht der Richtige, um mit Corys Ängsten umzugehen. Oder vielleicht doch? Das nächste Buch habe ich tatsächlich noch nirgendwo entdeckt, weder auf Instagram, Bookstagram, BookTok, BookTube und Co. Es ist auch so ganz zufällig in meinen Thalia-Anzeige geschwemmt worden. Ich weiß nicht genau, wie das heißt.
auf die Liste, die einem dann immer angezeigt wird. Wenn sie das mögen, könnten ihnen auch das gefallen. Da ist es auf jeden Fall aufgeploppt und ich fand das Cover sehr, sehr ansprechend und habe mir dann den Klappentext durchgelesen und der war auch sehr, sehr ansprechend. Vielleicht können wir hier mal ein bisschen Werbung für die Underrated Books machen. Es wird auch mal wieder Zeit für ein Underrated Book Video. Aber heute nicht. Heute soll es nämlich um The Ruby Circle, all unsere Geheimnisse von Jana hochgehen. Ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr hübsch anzusehen und möchte es auch sehr, sehr gerne lesen. Als Luisa eines der seltenen Stipendien für die Highclere Academy erhält, erhofft sie sich einen Neuanfang. Nicht nur, weil sie als Studentin automatisch zum elitären Kreis des Ruby Circles gehört und ihr jeder Wunsch von den Augen abgelesen wird, sondern auch, weil sie glaubt, dort endlich sicher vor den Lügen zu sein, die ihr Leben in einen Albtraum verwandelt haben. Doch all der Luxus trügt, denn hinter den Mauern der Academy brodelt es und jeder hat ein Geheimnis. Bald weiß Luisa nicht mehr, wem sie vertrauen kann. Lediglich der unnahbare Theo, der sie durch die Arbeit mit seinen Pferden beeindruckt, scheint sich vom Circle zu distanzieren. Obwohl Luisa spürt, dass es klüger wäre, sich von ihm fernzuhalten, kommen sich die beiden näher. Und schließlich muss sie sich die Frage stellen, oh Gott, sind ihre Gefühle stark genug, um gegen Theos Geheimnisse zu bestehen? Das Einzige, was mich bei diesem Klappentext gestört hat, sind die Pferde. Aber das ist ja ganz persönliche Meinung und vielleicht haben die Pferde auch nicht so einen großen Stellenwert in der Geschichte. Am 22.08. erscheint das neue Buch von Marie Niebler. Die Reihe konnte mich ja nicht ganz so überzeugen, also Band 1 und 2. Jetzt erscheint der dritte Band, der heißt We Are Like the Wind. Der erste war, glaube ich, We Are Like the Sea und We Are Like the Sky war der zweite. Und ja, die waren schön zu lesen, aber haben mich jetzt nicht so unheimlich vom Hocker gehauen. Ob ich jetzt Band 3 lesen werde, bin ich jetzt auch noch unschlüssig. Ich wollte es aber trotzdem mal im Video erwähnt haben. Der Profisportler Ethan droht unter dem Leistungsdruck zusammenzubrechen, weshalb er kurz vor der Kitesurf-Weltmeisterschaft in ein Ferienhaus auf Malcolm Island flieht. Doch auch auf der kleinen kanadischen Insel kommt er nicht zur Ruhe. Die Erwartungen seiner Fans und das Pflichtgefühl gegenüber seiner Familie verfolgen ihn und in ihm wächst die Angst zu versagen. Nur wenn er mit der zurückhaltenden, aber dennoch schlagfertigen Bibliothekarin Lina zusammen ist, schweigen die quälenden Gedanken. Je mehr Zeit er mit ihr verbringt, desto stärker spürt er, dass er etwas ändern muss. Doch findet er die Kraft dazu, bevor er an seiner einstigen Leidenschaft zerbricht und kann Lina ihm beistehen? Die Like Us Trilogie heißt sie. Steht hier gerade noch dabei. Auch die liebe Fam Sharper wird eine neue Reihe auf den Markt bringen. Ich habe von ihr ja die Catching Up with the Carters Reihe gelesen und fand die auch echt richtig, richtig gut. Jetzt gibt es eine, wie heißt sie, Made of Reihe. Ich habe total vercheckt, dass Band 1 schon rausgekommen ist. Jetzt erscheint auf jeden Fall Band 2. Love Made of Diamonds heißt der nämlich und das wird am 22. August sein, falls ich es nicht gerade schon gesagt habe. Und die Reihe klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Als ihr Bruder August starb, hat Stella fluchtartig ihre Heimat verlassen. 2 Jahre später muss sie wegen eines Familiennotfalls nach München zurückkehren und sich den Menschen stellen, die sie damals zurückgelassen hat. Auch ihrem Ex-Freund Matthew, der jetzt ausgerechnet im Kaufhaus ihrer Familie arbeitet. Eigentlich will sie so schnell wie möglich wieder verschwinden, doch dann stößt sie auf Hinweise, dass Augusts Flugzeugabsturz kein Unfall war. Auf ihrer Suche nach der Wahrheit gerät sie ständig mit Matthew aneinander. Ihr Herz schlägt noch immer für ihn, aber reichen die Wunden der Vergangenheit zu tief, um jemals zu heilen? Auch die liebe Sarah Sprintz wird eine neue Reihe auf den Markt werfen. Natürlich wieder im Hause Lux, wie kann es auch anders sein? Ja, wer den Namen gerade nicht zuordnen kann, das ist die Autorin der Dunbridge Academy Reihe. Die ist ja doch sehr, sehr beliebt gewesen. Ich persönlich mochte sie nicht so gerne, aber ich kenne sehr, sehr viele, die die Reihe absolut vergöttern. Ihr neues Buch heißt Infinity Falling und ich glaube, es wird auch wieder eine Trilogie werden, wenn ich das richtig gesehen habe. Nur wenn sie in fremde Rollen schlüpft, fühlt sich Schauspielerin Avon Amenta wie sie selbst. Doch seit eine Stalkerin in ihre Privatsphäre vorgedrungen ist, würde sich die 20-Jährige am liebsten verstecken. Der Umzug nach Vancouver für die Dreharbeiten des Kinoblockbusters Infinity Falling kommt Avon daher gerade recht. Womit sie nicht gerechnet hat, die männliche Hauptrolle wird kurzfristig mit Hayes Chamberlain besetzt.
Statt Schauspielerfahrung bringt der Ex-Boyband-Star nur einen Haufen Fans und Medienrummel mit, den Avon eigentlich meiden wollte. Doch mit jedem Tag fällt es ihr schwerer, sich von ihm fernzuhalten, bis Hayes begreift, dass er nicht mit Avon zusammen sein kann, ohne sie in Gefahr zu bringen. Am 25. August erscheint dann tatsächlich endlich das Spin-off zur A Touch of Darkness-Reihe. Ich weiß nicht genau, ob sie so heißt. Also heißt zumindest der erste Teil dieser Reihe rund um Hades. Jetzt wird es ein Spin-off geben und ich glaube, die Reihe heißt dann nur noch Hades-Reihe. Und ja, ich glaube, das ist die Vorgeschichte zu A Touch of Darkness. Ich bin mir aber nicht sicher. Es hört sich laut Klappentext einfach so an. Hades, der Gott der Unterwelt, regiert sein Reich mit eiserner Faust. Er ist es gewohnt, die vollkommene Kontrolle zu haben. Umso größer ist der Schock, als ihm die Schicksalsgöttinnen offenbaren, dass sie seine zukünftige Braut und somit Königin der Unterwelt auserkoren haben, Persephone. Doch die Göttin des Frühlings will nichts von dem Herrscher der Unterwelt wissen, was Hades vor die wohl größte Aufgabe seines bisherigen unsterblichen Lebens stellt. Sie davon zu überzeugen, dass er kein blutrünstiges Monster ist und ihre Liebe für sich zu gewinnen. Aber dann beginnen düstere Mächte, das Paar zu bedrohen und Hades wird klar, dass er sich nicht auf das Schicksal allein verlassen darf. Das nächste Buch wäre auch niemals in meinem Warenkorb gelandet, weil ich es optisch absolut 0,0 ansprechend finde. Außerdem ist es wieder so eine TikTok-Sensation und da reagiere ich mittlerweile echt ein bisschen allergisch drauf, weil gefühlt mittlerweile auf jedem zweiten Buch TikTok-Sensation steht. Und so viele TikTok-Sensationen kann es eigentlich gar nicht geben, aber ja, ich habe schon sehr viel Positives über dieses Buch gehört und dementsprechend wollte ich es auch gerne mit ins Video aufnehmen. Ich spreche nämlich von The Way I Used to Be von Amber Smith und jetzt erzähle ich euch natürlich auch noch, um was es geht. Alles, was Eden will, ist die Uhr zurückzudrehen, um diesen Tag noch einmal zu erleben. Sie würde alles anders machen, nicht über seine Witze lachen und ignorieren, wie er sie an diesem Abend ansah und sie würde definitiv ihre Schlafzimmertür abschließen. Aber Eden kann die Zeit nicht zurückdrehen, also begräbt sie die Wahrheit zusammen mit dem Mädchen, das sie mal war. Sie tut so, als bräuchte sie keine Freunde, keine Liebe, keine Gerechtigkeit. Als die Welt aus den Fugen gerät, wird klar, die einzige Person, die Eden retten kann, ist Eden. Klingt auf jeden Fall sehr dramatisch und ich muss es unbedingt lesen. Am 30. August, wir sind schon am Ende des Monats angelangt, aber noch lange nicht am Ende vom Video, erscheint der zweite Band dieser magische Tee-Reihe, irgend so wie heißt die, glaube ich. Nein, es heißt das Buch der Tee-Magie-Reihe. Sehr kompliziert. Aber ich habe schon sehr viel Gutes von dem Reihenauftakt gehört und jetzt erscheint Band 2, Venom Dark and Sweet, was uns zusammenhält. Ist auch der finale Band, also der zweite und finale Band der Dilogie. Die junge Tee-Magierin Ning ist auf der Flucht. Etwas Böses hat sich über das Königreich Daxi gelegt. Und der verbannte Prinz hat den Drachenthron an sich gerissen. Gemeinsam mit der rechtmäßigen Prinzessin des Reichs sucht Ning nun nach Mutigen und Verzweifelten, die sich ihnen anschließen, um den Thron zurückzuerobern. Doch noch etwas anderes, das sehr viel älter ist als die kleinlichen Konflikte der Menschen, ist erwacht und verfolgt Ning in ihren Träumen. Ebenfalls am 30. August erscheint der dritte Band der Chroniken von Solaris. Insgesamt werden es 5 Stück sein. Steht zumindest bei Amazon. Ich habe aber tatsächlich gar keine Ahnung, weil ich die Reihe absolut nicht verfolgt habe. Ich habe den ersten Band gelesen, das war ja dieser Air Awoken. Der zweite hieß Firefallen, den habe ich schon gar nicht mehr gelesen. Ich weiß auch nicht warum. Eigentlich fand ich den ersten ganz spannend. Jetzt erscheint, wie gesagt, der dritte Band Earth Ending, die Chroniken von Solaris 3. Epische Slowborn Romantasy mit Elemente Magie. Klingt alles sehr, sehr ansprechend für mich und ich kann euch tatsächlich nicht sagen, warum ich den zweiten immer noch nicht gekauft, schrecklich gelesen habe. Windläuferin Vala hat es an die Kriegsfront im Norden geschafft und sie ist stärker als je zuvor. Doch um ihr Herz liegt ein Panzer, geschmiedet aus Blut und Feuer. Nur so kann sie der letzten Schlacht des Solarisreichs entgegenblicken, denn Vala steht mittlerweile nicht mehr vor der Wahl zwischen Knechtschaft und Freiheit, sondern vor der zwischen Knechtschaft und Tod. Der Kaiser hält ihr Schicksal in eisener Hand und alles, was sie noch zu verlieren hat. Dann wird am 31. August die liebe Laura Labers eine neue Reihe auf den Markt werfen. Ich habe von ihr ja die Emerald Witches gelesen, die ich so semi fand, beziehungsweise ich fand sie eigentlich gut, aber vieles hat mich
an so Wiederholungen und Co. gestört. Und dann habe ich ja auch die Lady of the Wicked-Reihe gelesen. Die war leider auch nicht so das krasse Highlight für mich. Schön zu lesen, beide Reihen würde ich behaupten, aber jetzt kein literarisches Highlight, das sich langfristig in mein Hirn brennt. Ich hoffe jetzt einfach mal auf die neue Reihe, die da heißt Bronwick Hall. Das Cover ist ein Träumchen. Also ich habe lange nicht mehr so ein schönes Cover gesehen. Es wird auch einen Buchschnitt in der Erstauflage geben. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob mich diese Reihe dann final endlich mal überzeugen kann. Von geheimnisvollem Nebel verborgen bildet die magische Universität Bronwick Hall junge Hexen aus. Dort gerät die 21-jährige Plaine in einen Strudel aus Lügen und Intrigen, nachdem sie zur obersten Elite-Studentin aufsteigt. Ihr Verlobter Karen bietet ihr Schutz, seit ihr Vater wegen Hochverrats verhaftet wurde, doch sie liebt ihn eigentlich nicht. Als die Universität von einer Rebellenorganisation angegriffen und Karen im Kampf von seinem Pfeil vergiftet wird, verbinden sich Plaine mit dem jungen, geheimnisvollen und viel zu attraktiven Professor Henry Zanes, um ihre Zukunft zu retten. Laura Labers hat es so ein bisschen mit den Hexen, aber ja, liebe ich ja in der Regel. Dann wird auch die liebe Carina Schnell eine neue Reihe auf den Markt bringen. Also diesen Monat kommen echt viele neue Reihen von Autoren, die ich sehr, sehr gerne mag. Von ihr habe ich ja gerade die Sommer in Kanada-Reihe gelesen. Mehr oder weniger zufriedenstellend. Und jetzt bringt sie ein neues Buch raus, das heißt Die Todesbotin. Wir wechseln also von New Adult zu Fantasy. Die junge Banshee Eri arbeitet als Auftragskillerin für den Ältestenrat der magischen Wesen in Edinburgh. Sie ist berühmt, berüchtigt und eine große Karriere steht ihr bevor. Wäre da nicht die Tatsache, dass Eri, ich glaube, so wird es ausgesprochen, es ein wenig zu sehr genießt, unter Menschen zu leben. Als sie auf den Doktoranden Adam angesetzt wird, zögert sie zum ersten Mal, einen Auftrag auszuführen, denn sie ist von Anfang an von ihm fasziniert. Adam ist liebenswürdig und mutig und scheint so gar nicht wie jemand, der es verdient hat, zu sterben. Als eine grausame Mordserie die Stadt erschüttert, muss Eri handeln, um zu beschützen, was ihr lieb und teuer geworden ist, und dabei alles hinterfragen, was sie bisher zu wissen glaubte. Im Hause Piper gibt es zum 31. August auch noch ein neues Buch, auch wahrscheinlich ein Reihenauftakt, wenn ich das jetzt richtig sehe. The Quiet ist laut, um ihre Zukunft zu retten, muss sie die Stille durchbrechen. Spricht mich optisch sehr, sehr an und ich finde auch, der Klappentext hat Potenzial. Ich sehe da ein, zwei Sachen, die geschehen könnten, die mir vielleicht nicht so gefallen, aber aktuell bin ich mal noch auf der Pro-Seite. Freya hat die Gabe, in ihren Träumen die Zukunft zu sehen. Sie ist eine Weka, eine Person mit erweiterten mentalen Fähigkeiten. Bis ins Erwachsenenalter hat Freya ihr wahres Ich vor allen verborgen gehalten, aus Angst vor Ausgrenzung und Gewalt. Als Tarotkartenleserin in einem Online-Chatroom kann sie ihre Fähigkeiten nutzen, ohne ihre Identität preiszugeben. Doch plötzlich schlagen Freyas prophetische Träume eine gefährliche Richtung ein und sie muss die fragile Sicherheit ihrer Anonymität aufgeben, um für sich selbst einzustehen und um diejenigen zu schützen, die sie liebt. Und auch die liebe Katinka Engel wird eine neue Reihe auf den Markt werfen am 31. August. Es ist wirklich ein sehr, sehr guter Monat für Reihenauftakte. This is Our Time, die Hollywood Dreams-Reihe wird das Ganze heißen. Und das sind ja wirklich Tropes drin verarbeitet, die ich sehr, sehr gut finde. Ich mag Katinka Engel sowieso sehr gerne als Autorin und dementsprechend wird diese Reihe zu 1000% auch hier einziehen. Für Hollywood-Star Rio McQuaid sollte die neue Serie This is Our Time nach einem Absturz das große Comeback werden. Doch als die weibliche Hauptrolle durch eine wahnwitzige Idee des Regisseurs an die ahnungslose Praktikantin rastet Rio aus. Während Ferne überfordert ist von der oberflächlichen Glamour-Welt, ist dem Hollywood-Frauenschwarm die Gnadenlosigkeit des Showbiz bereits in Fleisch und Blut übergegangen. Die gegenseitige Abneigung weicht Verwirrung, als die beiden sich vor der Kamera näher kommen und sie bald nicht mehr wissen, was echt ist und was fake. Also den Namen finde ich richtig kacke, das muss ich direkt sagen, aber alles andere spricht mich doch sehr, sehr an. Und last but not least kommen wir zum letzten Reihenauftakt, der auf den Markt kommt, auch am 31.08. Der da lautet One Second to Love Breaking Waves, der Auftakt der New Adult Suspense Serie von Christina Moninger.
Insgesamt werden es 4 Bücher werden. Das hier ist das erste und ich glaube, das habe ich im letzten Video auch gesagt, das ist die Reihe mit den 4 Büchern, die zusammen, wenn man sie nebeneinander legt, ein großes Cover geben von Meer und Strand. Also da freue ich mich schon richtig drauf, die 4 mal irgendwann nebeneinander liegen zu haben, weil diese Reihe spricht mich sehr, 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 sehr an. Avery, Isabella, Odina, Lee und Josie sind jung, wild und die besten Freundinnen, seit sie sich im Surfcamp auf einer kleinen Insel vor der Küste South Carolinas kennenlernten. Es ist der Sommer ihres Lebens, bis Josie plötzlich spurlos verschwindet. Erst 10 Jahre später gibt es eine Spur. Avery kehrt als gefeierter, aber ausgebrannter Rockstar auf die Insel zurück, um über ihren Bandkollegen Jake hinwegzukommen. Niemand ist ihr vertrauter als er und niemand hat sie so sehr verletzt wie er. Doch neue Hinweise zu Josies Verschwinden lassen Avery keine Ruhe. Sie weiß, dass nur ihre einzigen Freundinnen weiterhelfen können, obwohl ihre Freundschaft zerbrochen ist. Und dann ist da noch Jake. Warum beginnt er ausgerechnet jetzt, wo alles verloren ist, um sie zu kämpfen? Bin zwar nicht der große Fan von Rockstar-Büchern aktuell, aber ich hoffe, dass dieses Trope nicht zu viel Anteil in diesem Buch oder in dieser Reihe haben wird. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die ich euch gerne vorstellen wollte, die im August erscheinen. Ihr dürft mir jetzt gerne mal in den Kommentaren verraten, auf welches ihr euch ganz besonders freut. Oder vielleicht habt ihr auch eins davon schon vorbestellt. Ich habe wie immer alle Bücher unten in die Infobox gepackt. Da sind die Affiliate-Links zu Amazon und Thalia drin. Das heißt, wenn ihr eins davon kaufen wollen würdet, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das über den Link in der Infobox machen würdet. Da kriege ich eine kleine Entschädigung dafür und davon finanziere ich mein Schreiben. So viel dazu. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Ich mache mich jetzt fertig. Wir gehen noch ein bisschen Sushi essen und ja, hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!